Eine Flusenallergie. Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Nein, das stammt nicht von mir. Auch wenn es offenbar viele psychoaktive Substanzen enthält. Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Stammen die etwa aus meiner Abfalltonne? Hast du etwa die Biohazard-Warnschilder nicht gesehen? Gesehen schon. Abgekriegt? Nein. Hä? Ich dachte, ich krieg die jetzt neue. Haben Sie zufällig Interesse an überteuertem medizinischem Equipment? Darf ich mal tasten? Was ist das denn? Schleppen Sie diesen Müll etwa die ganze Zeit mit sich rum? Natürlich nicht. Mein Assistent tut das. Hallo? Wenn man einfach komplett überfordert hier ist. Ich muss erstmal diese Schnickschnack-Schnuck gewinnen, bevor ich hier irgendwas machen kann. Und dafür muss ich erstmal in dieses U-Boot kommen und dafür brauche ich erstmal diesen Kakanschuh. Ich meinte dieses goldene Ding. Mit diesem Gerät lassen sich Ausschau bereits. Ich würde diesen aber nicht mit zu dumm, das aber so ist. Es tut mir, wir akzeptieren. So steht. Verdammt! Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedoausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Ich muss da irgendwas reintun. Dafür brauche ich keine weiteren. Ich brauche und mein Stück Klopapier. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfe. Ich brauche lediglich und mein. Mit diesem Klopapier, aber ich mag es auf das Klopapier. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modi auch die und sie ist. Warum passiert mir das eigentlich immer bei. Wofür brauche ich diese scheiß Antenne? Nein. Er ist bereits perfekt, nehme ich zumindest an. Aham. Ist ja schon gut. Aham. Wie?
Ich hab null Plan, ey. Boah, wer kommt denn auf so eine Kacke, den Apotheker ein Stück Klopapier zu geben? Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Cool! Bing. Wo habe ich dich denn jetzt? Wo ist das denn jetzt mit der Gurke der Erkenntnis?
Ich finde es nicht. Hä? Bin ich dumm? Ich sehe keinen neuen Weg. Ich weiß nur, dass man eine Gurke auspressen kann. Saftpresse? O Gurke der Erkenntnis, offenbare mir deine Weisheit. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Wade einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Hä? Und dann? Ich sehe es nicht. Ich sehe einfach nichts. Wie sitze ich? Herzlich willkommen, es bedient. Wie kann ich Ihnen helfen? Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, astrein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Komm ich jetzt ins U-Boot? Achso, goldene Drache der Unsichtbarkeit besorgen und hier eine Erkenntnis bekommen.
Mal sehen, wie das jetzt funktionieren soll. Nach Klein Venedig. Und dann habe ich hier diesen Handschuh. Und dann kann ich in den Widerstand. Und dann muss ich nur noch herausfinden, wie ich diese scheiß Glückskeks da bekomme. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Willst du mich verarschen? Schon wieder? Ich hab dir doch... Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Du hast zwar einen Gewalt bei deinem Getrampel. Willst du mich verarschen? Warte. Dafür, dass Crane angeblich nur das Nötigste besitzt, ist sein Kram doch arg unnütz. Hab mir doch gleich gedacht, dass er nur angeben wollte. Kann ich nicht irgendwie hier im Inventar danach suchen? Ich will nicht, dass Kleben meine Sache, aber warum ist es ja nicht so? Ich hätte schon fast. Dieser Spaß. Ja, super, wie soll ich denn jetzt das Ding finden? Hey, da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Flagomat geschüttet habe. Vielleicht kann ich die nochmal verwenden. Flagomat, was? Hey, da ist ordentlich was von der Asche drin, die ich oben in den Flagomat geschüttet habe. Vielleicht kann ich die nochmal verwenden. Ach so, dann kann ich das damit spannen. Ja, ist ja eine gute Idee, aber das bringt mir ja auch nichts weiter, weil ich dieses scheiß goldene Ei irgendwo verloren habe. Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Mal sehen, ob ich es jetzt machen kann. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Willst du mich verarschen?